Ich hätte jetzt mal eine bescheidene Frage. Muss ich hier lang? Ich würde fast sagen, ja. Das war's doch gleich. Und geh weg. Durchatmen, Spidey. Ich glaube, dass ich hier richtig bin. Oh nein, das sieht nach Boss Arena aus. Hallo, Skorpion. Okay, bringen wir es zu Ende. So. Bereit zum Aufgehen? Jautsch! Okay, ich hab seinen Angriffsmuster. Irgendwie. Also ich kann dein. Jawoll! Bäm, bumm, ab! Hoff. Alter, den hat's aber jetzt wirklich sehr. Danach brauche ich eine Massage. Ich schätze, manche Leute können das abschütteln und weiter auf hart machen. Ich gehöre nicht zu diesen Leuten. Zahl, du verlierst. Okay, wir haben eine Trophäe erhalten. Das ist doch... Das hätte besser laufen können. Gwen, ich weiß nicht, ob du mich noch hören kannst, aber halt durch. Ich muss Connors finden und ein anderes Gegenmittel machen. Wir müssen erstmal hier wieder raus. Versprochen. Alistair Smythe kann seine Beine nicht mehr benutzen und gibt Spider-Man die Schuld. Sieht nicht gut aus. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel es gibt. Ich habe schon wieder vergessen. Oder habe ich das jemals gesagt, wie viel? I don't know. Was weiß ich, was ich gestern geredet habe? Na gut, speichern tut er ja jetzt. Das ist auch sehr gut. Connors Gegenmittel sollte sie retten. Nicht zum Krüppel machen. War das seine Absicht? Ich glaube nicht. Ich muss mit ihm reden. Sofort. Oh no! Was zum... Was zur Hölle ist das? Deine Monstrosität! In Ordnung. Wenn mir das Angst machen soll, funktioniert es. Wenn mir das Angst machen soll, funktioniert das. Wo hast du dich versteckt? Schlangenbeschwörer, wenn man sie braucht. Ha, wie gefällt dir das Netz? Ich muss schnell sein. Mich würde mal lieber interessieren, der Zeitpunkt, um zu verschwinden. Wie ich den besiegen soll. Komm schon, Spike, in Bewegung. Ich weiß nämlich nicht, wie ich den platt machen soll.
Okay, ich muss, glaube ich, auf jeden Fall diese komischen Dinger verstopfen. Aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich den platt machen soll. Ganz ehrlich nicht. Mal ernsthaft. Soll ich denn eine Schlange kaputt machen? Aha! Wusste ich doch auf die Dinger. Wo hast du dich versteckt? Zu knapp für meinen Geschmack. Was ist es? So. Oh, fühlen wir uns etwas ungeschützt? Nicht wieder weg. Mann, ich will dich noch kaputt machen. Aha! Tut mir leid, dass ich dich geschlagen habe. Kommst du jetzt raus? Na, wie ist das? Oh, komm raus, spielen! Aber der Kampf ist schön inszeniert. Doch, ja. So, ist das Ding jetzt im Eimer? Immer noch nicht. Wir werden jetzt doch. Eine oder? Oh, oh. Ja, ich bin ja schon dabei. Meine Herren, man kann es auch dezent übertreiben. Oh, böses Bad-Feeling. Irgendwie kriegst du gerade so hier Transformers-Vibes. Willst du dich nicht bedanken, Großer? Hätte ich auch nicht gedacht. Ah, voll auf die Sven! Achso, das war einfach nur Ausweichen. Komm schon! Energiekerne, raus mit dir! Und dann reintreten. Gewichen und nochmal dasselbe Spielchen. Ah, hat schon Risse gekriegt. Und nochmal, bam! Was macht alle fünf Dinge sind drei? Du siehst verwirrt aus. Und zack, nächste. Ich hoffe jetzt ein letztes Mal. Ah,
Also ihr könnt ja sagen, was da wollt, die Bosskämpfe sind. Wäsche. Ja, perfekt. Den triggern. Boah, das geht auf den Arm. Und jetzt voll in das Flug rein. Was? Snake, Oktopus, Regenwurm. Die Schlange ist beseitigt. Jetzt wird mir Connors ein paar Fragen beantworten müssen. Oh ja, wird er aber erstmal, großer Apfel, großer Wurm, ja, passt. Ich würde ganz gerne erstmal das Upgrade machen. Aber dafür muss er jetzt erstmal speichern. Spider-Man, ich weiß, du hast zu tun, aber ich habe eine geheime Einrichtung gefunden. Ich schicke dir die Koordinaten, dann kannst du entscheiden, ob es deine Zeit wert ist. Viel Spaß! Was kann schon groß passieren? Außer, dass ich draufgehe. Und irgendwie spiele ich doch gerne mit neuen Sachen. Ja, ich glaube, die Sidequests werden wir auch noch machen. Das war es echt wert. Aber erstmal Technik-Upgrade. Ach komm, nehmen wir Artillerieschlag. Und dann hatten wir doch noch das hier. Schnellfeuer, Kampfresistenz. Ich glaube, Kampfresistenz war das. Für so ein 30% weniger Schaden, ja. Wir können doch so einiges. Netzeinschlag, Netzreichweite. Netzreichweite ist sehr gut. Komm, das hauen wir hier gleich komplett auf. Und 220 haben wir noch. 285 meine ich. Ja komm, nehmen wir das. Passt. Und er saved. Wunderbar. Dann machen wir auch genau hier beim nächsten Mal weiter. Ich muss mich jetzt erstmal akklimatisieren. Bis dahin, ich wünsche was. Entweder es geht sofort weiter oder im nächsten Part. Eins von beiden. Ihr kennt es, ihr wisst es, ihr hasst es, ihr liebt es, ich weiß es nicht. Man wird sehen. Und damit sind wir wieder zurück bei Spider-Man. Ja, ich habe in der Zwischenzeit mal ein paar Dings freigeschaltet, ein paar Anzüge. Ich habe sie mir noch nicht angeguckt, da ja auch da dann die Hauptstory weitergeführt wird. Und das wollen wir ja nicht. So, aber erstmal müssen wir hier böse Buben vermöbeln. Gott, das ist... Das sah nicht gut aus. Okay, den haben wir einfach an der Wand geklatscht. Ja, einen Anzug habe ich jetzt allerdings... noch nicht geholt. Als freundliche Spinne aus der Nachbarschaft haue ich die weniger freundlichen Nachbarn gerne aus den Socken. Trotzdem, genau. Seien Sie vorsichtig. Genau. Da können wir, ich meine, das war entweder hier gewesen oder irgendwo hier. Irgendwo war es. Ne, wir machen jetzt erstmal das. Wir gehen wieder die Reihe nach... durch, was hier die Sidequests angeht, weil wir wollen ja die Erfahrungspunkte haben. Nicht, dass wir irgendwann wieder so aus den Socken gehauen werden. Wie beim einmal. Ich glaube, das war gegen die Rade. Achso, ja. Kriegen wir ja wohl gerade hin. Gerade ein bisschen Verfolgungsjagd. Immer dieselben Autos. Oh, Spidey, du hängst fest. Spidey.
So, haben wir's. Ausweichen in Matrix-Modus, weil wir sind Spider-Matrix, So, und zack. Hängt. Gucken böse in die Kamera. Ja gut, andere schreiben Falschparker auf und wir hauen die Falschparker da oben rein. Made it. Oh, hoffentlich kommen da nicht immer so viele von. Jetzt können wir auch das nochmal. Was war das nochmal? Ach ja, Zugang, Hochsicherheits... lala. Moment, lag da oben ein Comic? Nee. Habe ich mich verguckt. Stimmt, das war ja diese komische Anzeige, wo wir landen können. Naja. Und wir sind da. Betreten. Nein, da war ein Comic. Direkt neben uns. Ja. Nein, Oscorp ist wichtiger. Lesen können wir danach noch. Jetzt reicht's, ich verlasse die Stadt. Habt ihr gesehen? Riesenschlangenroboter in der Stadt. Es ist die Apokalypse, Leute. Bleibt daheim, geht nicht raus. Die Bedrohung ist die Bedrohung.